Servus zusammen, wir sind jetzt endlich auf dem Oktoberfest. Yes, und haben den Auftrag erhalten, die Sonderversorgung der Telekom auf Herz und Niere zu testen. Wollen wir doch mal sehen, ob die Verbindung wirklich so gut ist. Let's go, Martha! Ja, also ich muss sagen, aufs Oktoberfest habe ich mich eigentlich schon gefreut. Aber, ja, Julians überenergetische Art. Ich war so hyped! Schauen wir mal. Test Nummer 1. Das wohl einfachste, das die Sonderversorgung bewerkstelligen sollte, die Telefonie. Julian wird jetzt mal jemanden anrufen, um auszuprobieren, ob man bei rund 400 Besuchern pro Tag auch wirklich durchkommt. Hey Antonio, ich bin's. Ja, ja, ja. Du warst doch auf der Hochzeit, oder? Ja, erzähl mal, wie war's denn? Wie war's denn? Ja, also da hat es ja eigentlich schon angefangen, ne? Ich meine, wir stehen da und drehen und nur weil jetzt irgendwie die Versorgung so gut ist und der mit seinem Anruf durchkommt, muss der ja nicht irgendwie eine halbe Stunde weggehen und telefonieren. Ich meine, wir haben alle auf den gewartet. Laufen wir noch? Also eins muss man der Sonderversorgung lassen, die hat echt einwandfrei funktioniert und das ist auch der Grund, warum ich direkt so ewig lang mit Antonio telefoniert habe. Und der hat mir erzählt, was er bei der Hochzeit gemacht hat. Und ihr glaubt nicht, was das war. Der hat nämlich insgeheim... Test Nummer 2. Ganz spontan, denn die Martha wollte mir unbedingt weismachen, wie falsch ich das Bier halte. Und hat mir dafür ein Video gezeigt. Und zwar hält man es nicht so, sondern... So. Totale Hermine Granger Vibes. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Oh Mann, ey. Ja, sie hatte recht, ich hab's falsch gehalten und hab mich korrigiert. Eins steht aber fest, die Sonderversorgung der Telekom ist auch im Download ziemlich zuverlässig. Prost! Übrigens, wir befinden uns gerade an einem von 160 Standorten, von dem die Telekom aus das gesamte Gelände mit Festnetz versorgt. Von solchen Knotenpunkten aus werden die Zelte und Buden mit dem Netz der Telekom versorgt, damit die Logistik und die Kassensysteme einwandfrei funktionieren. Weiter geht's, Martha? Weiter geht's. Let's go! Die Telekom hat auf dem Wiesengelände 14 Mobilfunkstandorte verbaut. 10 Maststandorte und 4 in den Zelten. Lass uns mal schauen, ob wir die von hier oben sehen können. Und alle auf 3,6 GHz 5G. Also ich sehe da einen und ansonsten sehr viele Menschen. Da ist noch einer. Und da hinten sind auch zwei. Noch einer, da auch. Da auch, links. Wir waren jetzt auf dem Riesenrad und kommen jetzt zum dritten Test, und zwar den Upload-Test. Denn der unterscheidet sich nochmal maßgeblich vom Download und wir laden jetzt direkt das super coole Video vom Riesenrad hoch. Und wie ihr sehen könnt, ist angekommen, zugestellt, funktioniert. Super cooles Video. Habt ihr mal gesehen, wie ich darauf aussehe? Ich sehe da total kacke drauf aus. Der guckt immer nur, wie er auf diesen Videos aussieht, lädt das direkt in die Gruppe hoch. Was soll das? Also in dem Video, da sah ich schon verdammt gut aus. Mit Test Nummer 4 stellen wir den Upload parallel zum Download auf die Probe. Und das testen wir jetzt mal, indem wir unseren Kollegen Moritz anrufen via Videocall. Hey Martha, hey Julian. Hallo Moritz, na, wie geht's dir? Hi, hi. Ganz gut, und euch? Uns auch. Wir sind hier gerade auf dem Oktoberfest und wir wollten dir mal unser neues Herz zeigen. Schau mal. Cool. Ich hasse nichts mehr als Videocalls. Wer mag das bitte? Es gibt nichts Besseres als Videocalls. Ich liebe das einfach, wenn man dann halt so die Gesichter von den Leuten sehen kann und man kann ihnen direkt zeigen, wo man ist und so. Ich liebe das einfach. Aber was da irgendwie jetzt mit Julian los war schon wieder, keine Ahnung.
Telefonie, Download, Upload, Download, Upload parallel. Eins ist gewiss, die Telekom hat mit der Sonderversorgung auf der Wiesn ziemlich abgeliefert. Aber nun kommt der Speedtest, denn Zahlen lügen nicht. Wollen wir doch mal sehen, was der sagt. Zu 779 und jetzt ist Upload über 140. Also mit diesen Zahlen lässt sich definitiv arbeiten. Die Telekom hat den Test bestanden. Nach dem Ergebnis bin ich erstmal um die Ecke und habe mir direkt 5 Filme für die Heimfahrt runtergeladen. Härtetest bestanden. Die Sonderversorgung der Telekom ist stabil und zuverlässig, wie jedes Jahr. Nicht zuletzt wegen der zahlreichen TechnikerInnen, die das hier jedes Jahr aufs Neue möglich machen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Wie viel Terabyte werden am Ende des Oktoberfest insgesamt verbraucht? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wir verabschieden uns aus dem Video und verbringen den restlichen Tag auf der Wiesn. Ciao und auf Wiedersehen. Tschüss. Also Martha, du hast ja schon ganz schön abgelästert. Ja, du aber auch. Spaß gemacht hat es aber trotzdem. Ja, hat Spaß gemacht. Machen wir nochmal, oder? Ja, wir sind nämlich auf einer Wellenlänge.